Erst war es der Five Nights at Freddy's Trailer und jetzt ist es The Walking Dead, Dead City. Ich glaube, dieses Wochenende ist das Wochenende der Trailer-Reactions. Genau, denn der erste offizielle und vor allem umfangreichere Teaser-Trailer zu The Walking Dead, Dead City, dem Negan und Maggie Spin-Off der The Walking Dead Zombie-Serie, ist erschienen. Ich habe es mir angeguckt und ich war quasi begeistert. Obwohl man auch sagen muss, hier und da gibt es so ein paar kleine Punkte, die ein paar Fragen aufwerfen und gleichzeitig auch nicht so hundertprozentig toll. Finde irgendwie. Und darum soll es in diesem Video gehen, denn heute gibt es quasi zum einen meine Reaction auf diesen Teaser-Trailer, aber auch so mein, was habe ich daraus entnommen und was, glaube ich, könnte uns dementsprechend erwarten. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, ich würde erstmal ganz sporadisch anfangen und sagen, wir bleiben mal ganz am Boden und ich zähle mal meine Pros und Kontras auf. So, was fand ich geil am Trailer und beziehungsweise was fand ich geil am Inhalt und was fand ich so ein bisschen meh. Zum einen muss ich sagen, ich finde Maggies neue Frise in manchen Szenen irgendwie so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht genau, was mein Problem mit der Frisur ist, aber irgendwas ist damit. Gut, das sollte sowieso nur eine Kleinigkeit sein. Nur in, wie gesagt, in manchen Szenen wirkt es irgendwie so komisch. Ich mochte auch ihre Frisur aus dem ersten, also aus der zweiten Staffel nicht so sehr, weil ich mochte so die spätere, so Staffel 7, 8. 9, die Frisur mochte ich. Aber das, wie gesagt, das ist nur eine ganz kleine Nebensache, die ist quasi Story-irrelevant. Kommen wir nun zu einem Punkt, den ich im Trailer gefeiert habe, und zwar endlich mehr Großstadt-Action, endlich mehr Großstadt-Beißer, endlich mehr Großstadt-Szenen. Quasi das, was wir in The Last of Us der Serie hätten bekommen können, nicht bekommen haben, und das, was wir in The Walking Dead der Originalserie nur in Staffel 1 für 3 Folgen hatten. Großstadt-Zombie-Apokalypse ist halt immer ein sehr geiles Setting und man muss sagen, die Szenen, wie sie Manhattan runtergekommen, dargestellt haben. Es sieht super gut aus. Es ist wirklich wunderschön. Die ganzen Beißerherden sehen unfassbar geil aus. Und wie gesagt, dieses Großstadt-Ding ist in einer Zombie-Serie halt irgendwie immer wesentlich spannender als auf dem Land irgendwie. Deswegen bin ich richtig, ich freue mich. Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, der für mich super wichtig ist. Die Nacht ist nicht schwarz. Die Nachtszenen, die wir gesehen haben, waren alle richtig schön beleuchtet. Nicht zu hell, dass quasi der Gruselfaktor genommen wird, aber richtig gut. Also man dafür, dass es Nachtverhältnisse in manchen Szenen waren, hat man alles schön deutlich gesehen. Da, wo Schatten sein sollten, waren Schatten. Das ist jetzt eher so ein filmischer Blick, den ich darauf werfe. Aber das ist für mich in manchen Sachen super wichtig. Es gibt wie viele Serien, Zombie-Serien, Filme, wo einfach dunkel gleich dunkel ist und das ist halt langweilig. Und dann siehst du halt nichts und dann auf einmal ist da was. Und so ist es halt einfach sehr atmosphärisch, sehr, also filmisch richtig geil gemacht. Und das ist ein Punkt, der mir direkt aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, ja, das ist eine Dunkelheit, die ich mir gerne in der Serie angucke, wo auch ein ungutes Gefühl aufkommt, ohne dass es irgendwo stockfinster ist. Dann sehen wir sehr viele neue Arten von Gruppen. Wir haben da zum einen wieder so ein Commonwealth-ähnliches Gestrippe. Da sind sehr viele, sie sah sehr politisch, sehr gehoben aus, sehr hochnäsig. Diese eine Frau sah halt sehr so, ich bin hier die Chefin und ich habe hier das Sagenmäßige. Und allgemein sehr viel schick angezogene Leute oder gut gekleidete Leute. Auf der anderen Seite haben wir dann eher so die Rustlords, so die Leute, die halt wirklich mit den Nagelpistolen da halt rumlaufen, die so wirklich halt sehr, sehr unterschichtig leben, auch in der Zombie-Apokalypse, ja, wow. Ja, das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, Rebellen versus Imperium Style, finde ich. Also wie gesagt, diese gehobenen, guten, also nicht guten, also diese gehobenen, augenscheinlichen Bösewichte, die halt gut dastehen, gut ausgerüstet sind, schick gekleidet sind und halt diese Kacktruppe, ohne es böse zu meinen, die halt einfach mit Schrottsachen ausgerüstet ist. Augenscheinlich gibt es auch eine Art Kopfgeldjäger-Fraktion, denn wir sehen ja in einer Szene, beziehungsweise diesen Typen sehen wir ja des Öfteren, der hat ja einen Steckbrief von Negan und er fragt ja auch nach dem und es gibt viele Szenen, die darauf hindeuten, dass es quasi eine Kopfgeldjäger-Fraktion, nenne ich es mal, gibt, ob die jetzt eigenständig handeln oder ob die jetzt für die gehobene Klasse, sag ich mal, handeln oder einfach irgendwer anders die beauftragt. Das findet man jetzt aus dem Trailer nicht raus. Aber auf jeden Fall wird es eine Art Kopfgeldjäger-Organisation geben, was schon sehr interessant ist für eine Zombie-Serie, weil das ja so Sachen sind, wo man sich so denkt, warum? Die Welt steht gerade vorm Abgrund. Warum macht man jetzt sowas? Aber irgendwie bringt es halt auch so ein bisschen Spannung mit in die Serie. Und das hat mich so gefreut. Wir bekommen mehr Varianten-Zombies bzw. mutierte Zombies. Wir hätten
da einmal den Freerunner-Zombie, wie ich ihn getauft habe, und den Blob-Zombie. Das sind so die zwei, die wir wirklich speziell sehen, dass sie eine andere Art Zombie sind, wobei man sagen muss, dass dieser Freerunner-Parkour-Läufer-Zombie wirklich Variante sein kann, weil es war eine Mischung aus diesem Kletter-Zombie aus der letzten Staffel von der Originalserie und aus diesem schnell rennenden Zombie, der ja in einer Post-Credit-Scene von Fear the Walking Dead oder von World Beyond war. Ich glaube, es war World Beyond. Der konnte ja laufen und das war so eine Mischung irgendwie aus beiden. Bei dem Blob-Zombie bin ich mir da noch nicht sicher, ob es wirklich eine Mutation bzw. Variante ist oder etwas anderes. Da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Das erkläre ich dann besser. Denn das war es jetzt mal mit meinen Pros und Kontras. Ihr merkt, das war sehr viel Positives, wenig Negatives. Ich bin gehypt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf den Inhalt und aus dem, was wir quasi aus der Serie oder aus dem Trailer jetzt rausziehen konnten an Wissen bzw. an halt Theoriemöglichkeiten, wie was ablaufen könnte. Zum Beispiel hätte ich da die erste Sache, dass es augenscheinlich, so wie gesagt, sieht es im Trailer aus, Maggie und Herschel waren quasi, bevor es nach Manhattan geht, irgendwo einfach unterwegs. Ob es jetzt alleine war, vielleicht mit einer neuen Gruppe, irgendwo waren sie unterwegs und dann kamen halt die böse Arschlöcher und haben aus welchen Gründen auch immer, die kamen jetzt nicht so hervor, Herschel mitgenommen. Und aus diesem Grund geht Maggie dann zu Negan und fragt ihm um Hilfe und sagt hier so, hey, du willst doch hier wieder Gutmachung leisten, dann hilf mir, meinen Sohn zu finden. Dafür müssen wir nach Manhattan. Weil so aus den ersten Schnipseln, die wir aus der Serie gesehen haben, fand ich, kam irgendwie hervor, dass die Entführung von Herschel quasi in Manhattan stattfindet, was ja jetzt quasi widerlegt ist und man weiß, okay, es ist vor Manhattan passiert und er wurde nur nach Manhattan entführt, weswegen sie halt jetzt nach Manhattan gehen. Das waren sehr viele Manhattans. Außerdem haben wir quasi herausgefunden, wie gesagt, die Kopfgeldjäger-Fraktion, dass diese eine aktive Bedrohung augenscheinlich für Negan darstellen, wo mir zwei Sachen zu einfallen, zwei Fragen. Frage Nummer 1. Wie zum Hick haben die diesen Steckbrief hinbekommen. Der sieht halt aus wie aus dem Drucker. Ja gut, Druck gab es auch schon ohne Computer und so. Aber das sieht so clean aus. Woher haben die das? Und jetzt kommt es dann zu der anderen und quasi wichtigeren Frage. Wer lässt nach Negan jagen oder beziehungsweise will ihn töten? Da könnte man natürlich sagen, es ist das Fake Commonwealth. Also diese gehobenere Klasse, die man da sieht. Diese Frau und halt die Leute drumherum. Auch die Motorradhelmbande, sage ich mal. Dass die Negan tot sehen wollen. Will jemand anderes Negan tot sehen. Vielleicht Rick. Ist jetzt eher unwahrscheinlich, aber ist halt eher unwahrscheinlich. Aber so, wer will effektiv Negan tot sehen? Dann wäre die zweite Frage, wie zum Himmel wissen sie von Negan, dass er existiert? Haben ein Bild von dem? So, da bin ich gespannt drauf. Wie kam das zustande? So, und wie gesagt, wer sucht nach ihm oder lässt ihn jagen? Und vor allem bin ich interessiert daran zu wissen, ob es wirklich eine Aktivbedrohung nur für Negan ist. Oder ob Maggie da halt auch irgendwie wirklich mit reingezogen wird. Das wird sehr spannend, weil das wird so ein Nebenplot sein. So, okay, die Hauptsuche ist nach Herschel und hier und Maggies und Negans Beziehung. Aber hey, da wird Negan auch gejagt. Holy shit. Bin ich sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall wissen wir, irgendwer hat ein Problem mit Negan. Gibt zwar viele, aber irgendwer hat so ein Problem, dass er einen Kopfgeldjäger engagiert, um ihn zu jagen. Das wird interessant. Ja, dann hätten wir, wie gesagt, das Fake Commonwealth. Und das sieht halt, wie gesagt, sehr strukturiert aus, sehr geplant, sehr durchorganisiert. Deswegen ich davon ausgehe, dass es eher halt eine sehr paramilitärische Fraktion da abgibt. Vor allem, weil wir in einer Szene sehen, dass augenscheinlich oder so, wie gesagt, scheint es halt aus dem Trailer hervorzugehen, Experimente mit den Beißern gemacht werden. Da werden die in so einen komischen Wassertank oder was weiß ich gesteckt. Und daraus wird nämlich dann quasi meine Theorie entstehen, dass dieser Blob-Zombie keine echte Mutation, die durch Genetik hervorgekommen ist, sondern quasi von diesem Fake Commonwealth gemacht wurde, um es halt auf Leute loszulassen, dass es quasi einfach zusammengeschweißtes Beißer-Ding ist. Auf jeden Fall sieht es halt so aus, als würde diese Fraktion, also dieses, ich nenne es einfach weiterhin das Fake Commonwealth, seid ihr damit einverstanden? Schreibt es bitte in die Kommentare. Dass das Fake Commonwealth halt irgendwie Experimente macht, ob es jetzt wirklich mit effektiv Beißern ist oder vielleicht halt auch mit lebenden Menschen. Das hat sich jetzt noch nicht so rauskristallisiert, sah augenscheinlich auf jeden Fall nach Beißern aus. Und wie gesagt, der Blob-Zombie könnte so eine Kreation vielleicht sein. Vielleicht ist er auch weiterhin eine Mutation. Das werden wir aber in der Serie rausfinden, weil das kommt nicht so vor, weil ich habe mir den Trailer öfter diese Szene angeguckt von dem Blob-Zombie und ich sehe halt irgendwie nicht, dass sich mehrere Teile an ihm bewegen, sondern wirklich nur dieser Hauptkörper würde halt bedeuten, dass es irgendwie einfach zusammengequetscht und zusammengewachsen ist. Ist halt so die Frage. Aber das ist halt so eine Theorie. Dann hätten wir, wie gesagt, diese Fraktion der Motorradhelmleute, ob die zu dem Fake Commonwealth gehören oder eine eigenständige Fraktion an Raidern sind, wissen wir jetzt noch nicht.
scheint auch noch nicht so herauskristallisiert zu sein. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich finde die cool. Das Design von denen ist so simpel und cool und fuck, die sind super schlau. Ein Motorradhelm, der vor sehr vielen Sachen schützt, vor allem von Beißertähnchen, ne? Mit Stacheln dran. Das heißt, du gibst dem Zombie eine Kopfnuss und der stirbt halt. Das ist so genial, als ich das gesehen habe. Ich fand es super cool. Dann kam so eine Nagelschusspistole à la Lara Croft mit einem Seil und wird gezogen und irgendwie komisch. Sehr interessant auf jeden Fall, aber ich fand dieses Design super cool und super schlau. Halt einfach diese Stacheln an dem Ding und du bist halt gut geschützt. Irgendwie logisch, ne? Und dann hätten wir noch so ein paar Szenen, wo sich für mich so rauskristallisiert hat, dass es halt wirklich einen Part gibt, wo Maggie und Negan noch auf nee, wir mögen uns nicht so wirklich. Und einen Teil halt gibt, wo wirklich Maggie augenscheinlich ihm ein bisschen mehr verziehen hat. Weil es gibt wirklich manche Szenen, da guckt Maggie Negan an, als würde sie ihn hassen, weiterhin hassen natürlich, bis aufs Blut und ihm niemals verzeihen wird. Und dann gibt es aber andere Szenen, wo die halt doch sehr freundschaftlich miteinander umgehen. Gut, dann gibt es diese eine Szene, wo Negan Maggie das Messer an den Hals hält. Das wird halt eine Szene sein, die sieht so aus, als wäre Negan wieder ein Arschloch, aber ich glaube eher, dass das sowas ist, so von wegen Maggie will einen dummen Alleingang-Plan aushacken und er gesagt so, nein, hier, hält dir das Messer so in die Kehle und sagt, nein, du bringst dich jetzt hier nicht in Lebensgefahr. Ich denke, das wird so eine Szene sein, kam für mich zumindest so rüber. Ja, und das war so zu meiner Meinung und zu meinen Theorien, die wir da herausgefunden haben und das Ganze werden wir am 18. Juni sehen, denn da startet die Serie zumindest, so ich es jetzt rausgelesen habe, im Originalton, also in Amerika, ich weiß nicht, ob die zeitgleich bei uns dann auch startet, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall bin ich auch gespannt, wo es kommen wird. Also es wird ja in Amerika auf AMC bzw. AMC Plus ausgestrahlt. Wann kommt es zu uns rüber? In deutscher Vertonung, wie gesagt, gleichzeitig nicht und vor allem dann wo? Das ist noch eine gute Frage. Wird es auf Disney Plus kommen oder auch eher wie die anderen Spin-offs auf Amazon für einen sehr, sehr guten Preis dann leider? Da bin ich noch gespannt und das weiß ich tatsächlich nicht. Aber so alles in allem war es das jetzt mit dem Video und das war meine Meinung und das und auch vor allem mein Feedback bzw. meine Theorien zu manchen Szenen. Ich denke, ein paar davon könnten sich als wahr herausstellen oder zumindest in die Richtung als wahr herausstellen. Manche werden vielleicht auch einfach Bullshit sein, aber das werden wir halt sehen. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf die Serie. Ich freue mich auf, wie gesagt, die Dynamik zwischen den beiden feiere ich halt aufs Übelste. Und ich hoffe, dass halt nur eine Sache nicht falsch gemacht wird. Und zum einen wäre es muss einen Bogen zu den anderen Spin-offs und zur Originalserie gezogen werden, jetzt unabhängig von den Charakteren. Also am Ende dieser Serie möchte ich irgendwie einen kleinen, ob es eine Post-Credit-Scene ist, die halt auf entweder das Daryl Dixon-Spin-off oder auf das Rick und Michonne-Spin-off oder auf quasi eine letzte Folge, letzte Staffel der Originalserie hinzieht. Also ich hätte echt ungern, dass diese Serie quasi ein Abschluss ist. Und ich wüsste auch nicht wie. Wie gesagt, meine Sorge ist ja leider immer noch, dass Negan draufgehen wird. Ich bin immer noch der Meinung, das könnte gut passieren. Ich fände es ein bisschen schade, weil es sehr, sehr vorausschauend war oder zumindest sehr gut zu erahnen war. Deswegen glaube ich vielleicht, sie machen es nicht. Das werden wir aber halt erst sehen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, sie machen da keine großen Fehler im Hinsicht von Story Recycling mit dem Fake Commonwealth und so. Das soll schon ein gut eigenständiges Ensemble an Action abgeben. Ja, und jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken und frage euch deswegen, was haltet ihr von diesem Trailer? Freut ihr euch? Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn noch nicht gesehen? Wenn ja, checkt ihn aus. Wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann was ist eure Meinung und seid ihr noch mehr gehypt oder lässt der Hype eher nach? Das kann ja auch manchmal gut sein bei Trailern. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und werde natürlich auch zu dieser Serie ein Review-Recap-Reihe machen, also zu jeder Folge ein eigenes Video, das wird definitiv erscheinen. Und ja, falls ihr das dann nicht verpassen wollt, dann checkt den Kanal doch gerne aus und lasst ein Abo da, denn hier gibt es alles Mögliche, was Filme, Serien und alles drumherum angeht. Theorien, Reactions, Fun Facts, alles Mögliche. Deswegen checkt den Kanal genau aus. Guckt euch mal um, vielleicht findet ihr was, was euch interessiert. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann hier bleibt. So, und jetzt rede ich nicht weiter um den heißen Brei herum und lasst das Video auf der Länge, die es ist. Und ich würde einfach nur noch sagen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie auch immer. Aber bis dahin bin ich erstmal raus. Ciao.